Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir gehen immer weiter auf die 50 zu und morgen ist es dann soweit, die legendäre Episode kommt mit der Legende, wenn ihr da Bock drauf habt, ja, und wenn euch das Video hier gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist eine gute Unterstützung für mich und es ist wirklich immer wieder nice, eure Resonanz so zu bekommen. Weitere Unterstützung, Kinguin in der Videobeschreibung, genauso wie Sennheiser, wenn ihr ein Headset und so weiter interessiert seid, ja. Heute, wie gesagt, 7 Minute Squads und das hat so einen bestimmten Grund, dass das heute wieder jetzt erst kommt, denn ich habe jetzt zweimal schon aufgenommen und zweimal hat es nicht funktioniert. Außerdem funktioniert immer noch nicht, dass ich spielen kann, das heißt, ich kann sowieso kaum was aufnehmen. Es ist momentan absoluter Graus, absolute Scheiße, aber man kann halt nichts dagegen tun. Ich werde auch jetzt wahrscheinlich wieder ein Team erstellen, mit dem ich nicht spielen kann, deswegen werde ich auch nicht die Spieler kaufen, sondern als Concept-Squad-Spieler benutzen. Ja, aber es geht nun mal momentan einfach nicht anders. Es tut mir sehr leid, aber morgen geht es hoffentlich wieder mit der Legende. Beziehungsweise werde ich das Video auch erst hochladen, wenn es wieder mit Spielen geht, weil sonst lohnt sich so eine Legende einfach nicht. So, zweite Seite und da schauen wir nach, wer es heute werden wird, um den wir das Squad bauen werden. Abu Bakar ist eigentlich nicht so schlecht. Vor allem, weil wir seinen Kompagnon da gleich daneben hatten. Formation ist jetzt natürlich noch eine Frage, ne? Müssen wir mal kurz ausknobeln, in der Zeit gehe ich schon mal eben auf den Count zu dem Down. Sekunde, wo ist er? Da. 1 Minute 8 noch, aber wir wollen 7 Minuten. Und zack, alles klar. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, welche Formation es wird. Aber mal letztes Mal. Na gut, so. In Sturm Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar. So, und dann können wir loslegen. Und zwar in 3... 2, wir müssen beeilen, damit das Video heute hochkommt, 1 und los geht der Fisch. So, Aboubakar ist Kameruner, das heißt, mit Kamerun können wir schon mal auf jeden Fall was verlinken und zwar in die, richtig, Premier League. Und in der Premier League spielt, den haben wir gerade schon gesehen, Samuel Eto'o und den wollen wir natürlich da einbauen. Am liebsten in Inform, genau, den hier, Kandidatenliste und dann können wir schon mal direkt weitermachen. Auf der rechten Seite bei Porto, dem Verein von Mr. Aboubakar, spielt einer meiner Lieblingsspieler und zwar Ricardo Quaresma. Auch der kommt natürlich auf die Liste. Habe ich sogar wirklich noch im Verein, Überraschung, Überraschung. Der Rechtsverteidiger in diesem Team wird dann Danilo werden, habe ich gerade so überlegt, weil Danilo ist eigentlich ein sehr guter Link und ist auch ein Inform, den man da hinstellen könnte. Es ist natürlich auch immer so, dass ihr die Teams nachbauen könnt, ja. Ich baue immer Teams, die auch für euch interessant sein sollen, die ihr euch nachbauen könnt und so. Und ich glaube, weil das immer Hybrids sind, weil die immer relativ günstig sind, sind die auch relativ nice und interessant und vor allem sind sie auch immer spielbar, wie man merkt. Darauf achte ich ja, von daher passt es auf jeden Fall. So, als nächstes, dann haben wir schon mal die rechte Seite geklärt. Eto'o braucht jetzt am besten noch einen Link und zwar durch einen Zehner. Die Barclays Premier League bietet da einiges, beispielsweise bietet sie Mesut Özil oder auch doch, Mesut Özil ist glaube ich gar nicht mal so schlecht. Als nächstes kommt dann André Schürrle. Ne, André Schürrle geht nicht. André Schürrle geht nicht, weil der hätte den den Link zu... Ach ne, hat er gar nicht. Eto'o spielt ja gar nicht mehr mit Chelsea. Okay, dann geht der Schürrle doch. Der Schürrle-Meister. Grüße an TBM, wenn du das jemals sehen solltest. So, Schürrle. Okay, alles klar. Da haben wir das schon mal ausgeklügelt und ausgetüftelt. Und es geht so nicht, weil wir Podolski brauchen. Weil er ja schon zwei Deadlinks hat, der gute Mr. Schlange, wollte ich gerade sagen. Aber es ist ja eigentlich Özil. So, des Weiteren bauen wir da jetzt noch Khedira ein. Auf der 6er Position. Natürlich können wir da sehr variabel spielen, allerdings machen wir das lieber so. Innenverteidiger wird dann einmal auf der einen Seite Sergio Ramos. Sehr schön. Auf der anderen Seite wird es Rafael Varane. Das wird so schnell gehen, ne? Ihr merkt das glaube ich gerade schon. Auf der anderen Seite wird es Rafael Varane. Im Tor wird es Oscar Bravo. Und es muss auch so schnell gehen, weil ich sonst die Episode nicht mehr rechtzeitig fertig kriege. Ne, Claudio Bravo heißt ja nicht Oscar Bravo. Wer ist denn Oscar Bravo? Oscar Bravo ist, glaube ich, auch. Und auf der Linksverteidigerposition wird das... Das wird wer anders auf der Innenverteidigerposition. Und zwar der gute Skodran. Skodran, ne, ist Skodran. Mustafi, genau. Der kommt auf der Innenverteidigerposition. Und auf der Linksverteidigerposition kommt dann... Man könnte jetzt einen Linksverteidiger aus einer anderen Liga noch nehmen, Deutschen. Da müsste man aber ein bisschen umvariieren und könnte nicht Bravo ins Tor stellen. Ist aber theoretisch nicht so schlimm. Dann ist Podolski aber auch überlinkt, was nicht so nice ist. Aber man kann ja mal nachgucken. Natürlich nicht aus der Bundesliga. Obwohl, Bundesliga ginge ja sogar. Wäre ja sogar möglich. Dann könnte man da Oro hinstellen.
Navas ins Tor. Nicht Jesus. Keylor Navas. Für diejenigen von euch, die das andersrum wollen, kann ich auch gerne nochmal Varane, habe ich sowieso schon. Und dann packen wir ins Tor den und dann packen wir auf Linksverteidigerposition Marcelo oder Tremolina oder sonst wen. Wenn wir Marcelo hinpacken würden, würden wir Opara auf Rechtsverteidigerposition packen, damit wir eine Nation mehr haben. Weil ich auch nochmal hier Loben auf Wohnsitz zu setzen, damit es ein bisschen länger dauert, damit ich ein bisschen Zeit rausschinde, damit ihr nicht irgendwie ganz kurz ein Video nur habt. So, Zeit ist vorbei, beziehungsweise Zeit ist nicht vorbei, sondern die Episode ist vorbei, hat immerhin ganze 3 Minuten und ungefähr 48 Sekunden gedauert. So, dann kommt hier hin Samuel Eto'o. Zack, und zwar der Zom. Hierhin kommt Özil. Zack, linker Mittelfeld kommt Lukas Podolski. Zack, rechtes Mittelfeld kommt. Habe ich so einen Verein. Aber nicht als rechten Mittelfeldspieler, sondern als rechten Flügelspieler. Ricardo Quaresma. Rechtsverteidiger kommt Danilo. Habe ich nicht, natürlich nicht. Danilo. Ihr habt übrigens auch schon in der heutigen Episode der Zielers Top 11 gesehen, dass das mit den Spielen momentan überhaupt nicht funktioniert. Ich finde das echt bitter irgendwie. Es kotzt mich an, aber ich hoffe, dass. Ich schreibe nachher, glaube ich, einfach mal EA an. Die können mir ja bestimmt weiterhelfen. So, Linksverteidiger haben wir jetzt mit Aogo gesagt. Das passt auch. Dennis Aogo. Zack. Hierhin dann Mustafi. Andere Innenverteidigerposition Sergio Ramos, den ich nicht mehr habe. Warum nicht mehr? Ach ja, klar, habe ich verkauft. Sergio Ramos und im Tor steht dann. Ich hatte sogar 2 Stronglings, da bräuchte nur einen. Können wir hier auch irgendwen anders hinstellen? Oder irgendeinen anderen außer BV einstellen. Liga BV. Miranda zum Beispiel. Ah, ne, er ist Brasilianer, das ist blöd. Irgendjemand anders. Godin zum Beispiel. Und dann stellen wir ins Tor Oblak. Oder wir machen es noch kreativer. Wir machen es noch kreativer. Und stellen hier einfach noch einen. Haben wir noch einen deutschen Linksverteidiger aus irgendeinem Ort der Welt? Bundesliga. Nein, nicht Bundesliga. Deutschland will ich haben. Ist zwar Bundesliga im Endeffekt, aber nicht so, wie ich will. Anscheinend nicht. Doch, Contento. Wunderbar. Französische Liga. Dann packen wir hier hin. Boateng. Und ins Tor packen wir Pepe Reina. Der nicht mehr Pepe heißt, sondern José Reina. So verwirrend. Warum hat er auch 2 Namen? Egal. José Reina. Und dann sind wir fertig. Sogar noch links. Wow. Nein, Podolski nicht. Aber ansonsten 1, 2, 3, 4, 5 Nationen und 5 Ligen wären das jetzt. Anders wären es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nationen und 4 Ligen. Also geht beides und so sieht das Team dann im Endeffekt aus. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Es tut mir leid, dass ich damit spielen kann, aber es geht nun mal einfach nicht. Es liegt nicht an mir, es liegt an EA. Und ja, gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich mit der Legende dann und dem Spiel. Hoffentlich morgen, wenn es funktioniert. Und bis dahin sage ich, haut rein. Wunderschönen Tag noch. Bis dann und ciao.